Willkommen zurück zu Hitman 3. Und zwar zu einer etwas anderen Episode als sonst, weil der schlaue Zuschauer, der vielleicht die letzte Folge gesehen hat, wird sich denken, hä? Wo steht er denn hier? Da waren wir doch schon. Wir waren doch eigentlich auf der Suche nach dem letzten Agenten. Auf der Suche sind wir immer noch. Ich habe den Agenten auch gefunden, aber was dann passiert ist, ja, war so ein bisschen strange. Ich musste nämlich hier alles nochmal neu aufrollen. Was da passiert ist, zeige ich euch jetzt in einem kurzen Zusammenschnitt. Willkommen zurück zu Hitman 3. Da sind wir wieder und es geht weiter. Is Agent Swan checking in? I haven't seen anything unusual yet. Well, da ist er. The kind of unusual you'd expect here anyway. So. Ich hoffe, ich brate mich nicht direkt. Ja, sorry. Sir. Warte mal, wenn er eh schon hier gerade hinter uns herläuft, dann lass uns doch hier mal. That's a disguise. Good work. Now press the advantage while you still can. Kacke, das hat jemand gesehen. Go. Don't let him slip through your fingers. No games. No cat and mouse. Just get it done. So, den haben wir. Kann man den vielleicht hier irgendwie in die Toilette legen? Agent Swan, are you still there? Okay, egal. Wir sind so gut wie am Ausgang. Jetzt müssen wir nur einen Ausgang finden. Okay. Alles cool. Das war jetzt zwar nicht ganz so elegant und nicht, wie ich es eigentlich geplant hatte. Aber okay. Problem ist nur, wir sind gerade mal 6 Minuten in der Folge. Was ist denn damit? Können wir da nicht einfach mit wegfahren? Leck verursachen. Ne, das bringt's auch nicht. Wo ist denn jetzt hier ein Ausgang? So, auf jeden Fall schon mal Missionsgebiet wird verlassen. Finden Sie einen Ausgang. Okay, wir tauchen mal eben unter. Gucken wir auf die Karte. Kein Plan. Normalerweise werden die Ausgänge ja immer angezeigt. Finden Sie einen Ausgang. So, um den Typen da müssen wir auf jeden Fall erstmal umzu. Die beiden scheinen kein Problem mit mir zu haben, also Bein in die Hand und erstmal abhauen. Finden Sie einen Ausgang. Und wenn wir jetzt einfach zurücklaufen, dann, wo wir hergekommen sind. Warte mal, wo war denn das Loch hier im Zaun? Da. Anderes fällt mir gerade nicht ein. Ich weiß auch nicht, ob dieses Sie verlassen das Missionsgebiet, ob das ein Ausgang gewesen wäre, weil theoretisch, wir sind ja schon weg. Wir sind ja eigentlich schon weg und da steht ja jetzt auch nicht irgendwie noch was Spezielles. Sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, hier sind wir auch völlig falsch. Ich verlasse jetzt einfach mal das Missionsgebiet. Unsichtbare Wand. Bisschen gammelig. Theoretisch hätte man doch auch hier einen Ausgang hinmachen können. Ich wüsste nicht, was jetzt dagegen spricht. Also was wir als anderen Ausgang da brauchen. So, da sind wir wieder. Und ich musste tatsächlich nochmal neu laden. Weil das Ding buggy war. Ich habe gerade mal nachgeguckt und theoretisch hätten
Ausgänge da sein müssen, nämlich da, wo ich rausgegangen bin, da war tatsächlich ein Ausgang. Das hat nun irgendwie nicht geklappt, deshalb müssen wir den guten Mann hier jetzt nochmal eben um die Ecke bringen. Okay. Hier guckt auch gerade keiner, also können wir mal eben das Ventil manipulieren und wir wissen... Okay. Und wir wissen, dass er auf jeden Fall gleich hier vorbeikommt, um eine zu rauchen. So. Ich denke aber mal, dass... Ja, okay. Jetzt, er setzt sich in Bewegung. Wir bleiben mal hier außer Sicht. In der Hoffnung, dass dann jetzt alles gut geht. So, er läuft vorbei. Und ich hoffe mal, dass dadurch dann das Spiel eben getriggert wird, doch die Ausgänge zu öffnen. Weil ich dann nicht in dem Moment, wo das eigentlich passieren müsste... Eieiei, das könnte jetzt beide killen. Weil ich dann nicht gesucht werde. So, wir fahren. Uiuiui. Nicht Ziel getötet. Okay, das ist natürlich, ist unschön. Nicht Ziele töten ist immer unschön. Und es ist aber auch gleich wieder Suche. So, wir gehen einfach zurück in die Disco. Bis sich hier alles aufgelöst hat. Dann machen wir das einfach mal hier direkt durch. Zack. Ah, dafür brauchen wir den Schlüssel. Es wird wieder kein Ausgang angezeigt. Miese Sache. Ganz miese Geschichte. Warte mal, hier kommen wir her. Ich gehe jetzt trotzdem hier nochmal durch die Disco. So. Finden Sie einen Ausgang. Die ICA-Agenten sind erledigt, aber mir wird immer noch kein Ausgang angezeigt. Ich werde es folgendermaßen jetzt machen. Und zwar, lade ich einen älteren Spielstand, nämlich den, bei dem wir in der letzten Episode sozusagen gespeichert haben. Und ich gehe von hier aus jetzt mal direkt dahin, wo der letzte ICA-Agent auf uns wartet. So. Das ist schon mal ganz schnell weg. Das ist schon mal ganz gut, weil bei meinem, ich sag mal, kaputten Spielstand, da war es nämlich so gewesen, dass der gute Herr da vorne, also direkt am Ende der Brücke stand und telefoniert hat. Vielleicht funktioniert es jetzt dadurch. Genau, da stand er nämlich immer... Ja, danke. Stand er nämlich immer dort an der Stelle und hat telefoniert. Vielleicht ist jetzt durch diesen Umstand, dass jetzt alles so ein bisschen anders abläuft hier, der Spielstand sozusagen gerettet. Nämlich jetzt passiert gleich Folgendes, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wenn es denn jetzt noch passiert, El Hoshi, der wird nämlich jetzt da vorne hingehen, wo wir gerade die Gasflasche manipuliert haben, und wird sich eine Kippe anstecken. Und danach heißt es dann Tschüssikowski. So. Mach dir die Kippe an. Beim letzten Mal gab es einen Kollateralschaden, als ich das gemacht habe. Da sind nämlich die beiden da gestorben. Jetzt leider auch. Und was mich... jetzt ein bisschen beunruhigt ist, dass wir keinen Ausgang angezeigt bekommen. So, noch ist Suche. Wir bleiben mal noch eben entspannt und warten, bis die Suche endet. Vielleicht rennen wir einfach nochmal in die Disco rein. So, jetzt haben wir Informationen auch nochmal bekommen. Speiselieferant. Ein Speiselieferant ist vor Ort. Okay, das ist eigentlich relativ egal. Okay. Oh, oh, oh. Nein, 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 ich häng.
Wir warten jetzt einfach mal ab. Ist eigentlich schon wieder, ja, wie gestern. Als ich es zuletzt versucht habe, nämlich der Ausgang wird mir nicht angezeigt. Also habe ich die leise Befürchtung, dass ich echt alles nochmal spielen muss. So, die Suche ist vorbei. Ein Ausgang wird mir immer noch nicht angezeigt. Und der Ausgang müsste eigentlich dort sein. Ja, und als ich dann nach vielen, vielen Versuchen versucht habe, das Spiel zu beenden, um es neu zu starten, passierte Folgendes. Ganz genau, Bluescreen Party war dann angesagt und ich kann euch sagen, ich habe mehrere Versuche gemacht, habe ältere Spielstände geladen und so weiter. Es hat aber nicht funktioniert. Der Ausgang war schlicht und ergreifend nicht zu finden. Ganz, ganz mieser, seltsamer Bug, egal was ich gemacht habe an dem Spielstand. Also ich habe verschiedene Spielstände versucht, habe dann auch verschiedene Agenten versucht. Man kann nämlich in dieser Mission verschiedene Agenten töten. Also es sind nicht nur 5, da laufen mehr rum. Ihr müsst nur insgesamt 5 töten. Ihr habt ja eben gesehen, den einen habe ich dann eben noch in dieser Chill-Out-Area gefunden. Aber es hat nicht funktioniert, der Ausgang hat sich nicht geöffnet. Also musste ich die Mission nochmal komplett von vorne starten. Ja, musste nochmal komplett 4 Agenten töten. Ich habe dann versucht, das genauso zu machen wie beim ersten Mal, aber ja, es ist halt Hitman und das funktioniert dann auch nicht immer so, wie man sich das wünscht. Habe mir dann auch gedacht, vielleicht sollte ich eben es doch anders machen, also andere Agenten in einer anderen Reihenfolge töten, um das Spiel zu beenden. Ich denke mal, warum dieser Bug auftrat, lag eventuell daran, dass ich den einen Agenten ganz zu Anfang nicht getötet habe, sondern eben nur schlafen gelegt habe und dann wesentlich später wieder raus bin, um ihm dann das Genick zu brechen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen zu viel war für das Spiel. Dass es dann am Ende noch einen Bluescreen gab, das war der erste Bluescreen seit Jahren, den ich gesehen habe, hat dem Ganzen dann natürlich die Krone aufgesetzt. Also, neuer Tag, neues Glück. Ich habe jetzt nochmal komplett diese Mission von vorne gespielt. Diesen Kill, der jetzt kommt, den kennen wir auch schon. Das ist der Montgomery-Kill, wo der gute Montgomery gebraten wird. Jetzt geht hier erstmal die Party wieder ab. Da hinten kommt er schon. Ich habe auch schon alles manipuliert und ich habe diesmal ja, Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ich habe das Ganze nämlich eben schon mal bis hierhin gespielt und habe dann geguckt und jetzt öffnet sich auch der Ausgang. Das heißt, wir können nun endlich diese Mission abschließen. Wie gesagt, eine etwas andere Folge dementsprechend. Wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze schneide. Ja, aber ich wollte es auf jeden Fall irgendwie zu Ende bringen. Und ihr habt ja dann nun auch viele verschiedene Kills gesehen, unter anderem diesen hier, ein Unfallkill. So viel Neues hatte ich dieses Mal auch gar nicht dabei. Ich habe wieder den Typen von der Balustrade geschubst. Ich habe den Heini in der Chillout-Area diesmal als erstes, also nach dem Typen, der ganz zuerst kommt, habe ich den Typen in der Chillout-Area ausgeschaltet. Jetzt ist die Suche angesagt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen und zusehen, dass wir hier rauskommen. Genau. So. Oh, die laufen hier schon wild rum. Und ich habe gerade irgendwie nicht so richtig die Peilung. Okay, da rennt weg, wo der Ausgang ist. Ach, die, genau, die evakuieren jetzt. Ja. Das habe ich nämlich auch eben, als ich das gemacht habe, oder konnte man eben auch hören. Jetzt werden die restlichen Agenten evakuiert und deshalb gibt es auch diese Herausforderung von wegen Kill alle Agenten während der Evakuierung. Jetzt wurde auch der Körper im Wald gefunden, den habe ich natürlich dieses Mal beim Schnell-Schnell-Spielen einfach offen liegen lassen. Ja, und wie gesagt, ich habe dann noch einen Hoshi in der Toilette getötet. Da war mir nicht so ganz klar, wie es funktionieren soll. Der lief immer zwischen Toilette und den Gängen hin und her. Da war ziemlich viel los. Ist noch ein Hörer, ich kann es gerade.
Hier sind wir doch auch mit unserem Kumpel angekommen. Wir finden das gleich. So haben wir wenigstens noch ein bisschen Zeit zu schnacken. Also wie gesagt, den Typen im Klo, den den Fisch, den habe ich dann einfach so umgenagelt, auch mit Zeugen. Aber letzten Endes kann man diese Mission dann eben auch echt fix durchspielen auf diese Art. So, da ist der Ausgang. Warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken. Mir wird der Ausgang schon... Doch, da. Da ist ein Ausgang. Okay. Greetings, sir. Und der... Da sieht man es nämlich jetzt auch nochmal. Der fehlte nämlich auf meinem anderen Spielstand. Da bin ich ja wirklich... hier durch rausgerannt und es ist nichts passiert. Und jetzt hauen wir hier schnell ab. So. We're clear. You killed all of them? They got my message. Where are you? Diner. Up the main road. On my way. So, sterbenslangweilige Party haben wir abgeschlossen. Es gab jetzt, glaube ich, nicht ganz so viele Achievements. Wobei doch ein paar. Ich weiß auch nicht, ob jetzt die von meinem ersten Durchgang, wahrscheinlich wurden die nicht mit aufgeführt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, was eben anders war jetzt bei meinem Schnelldurchlauf hier, als ich den Typen in der Chillout-Area diesmal gesprengt habe. Beim ersten Mal habe ich ja immer noch einen Passanten, also einen Unschuldigen mitgesprengt. Dieses Mal habe ich nur den ICA-Agenten gesprengt und der ist auch direkt in den Kanal geflogen, sodass er gar nicht gefunden wurde. Vielleicht war das der Bug, ich weiß es nicht. Eine gute Wertung gibt es diesmal natürlich wieder nicht. Was aber auch klar ist, wie gesagt, ich bin da jetzt auch ziemlich durchgerusht. Ja, dafür geht es dann auch beim nächsten Mal endlich wieder mit einem neuen Auftrag weiter und die Story geht weiter. Ich bin ganz froh, dass es überhaupt geklappt hat. Ich hatte wirklich zwischendrin ein bisschen Schiss gehabt, dass das ganze Spiel jetzt bei mir gebuggt ist. So, wir haben einen Startpunkt Club-Eingang. Hat sich hier 47, hat sich einen Platz auf der Gästeliste gesichert und ist ganz vorne in der Schlange. Haben wir als Belohnung Eingangspersonalraum, Agentur Pickup. Hat einen großen, hier Olivia Hall, konnte einen großen Koffer mit großen, einen Koffer mit großen Gegenständen so im Personalraum hinter dem Eingangstresen hinterlassen. Werkzeug haben wir. Also da gab es jetzt einiges. You're hurt. You should see the other guy. Never killed nobody before. What you did back there. You really are all Gray said you'd be. 47. He didn't suffer, did he? He made it count. Bruised, but not broken. I'm glad. It's time we start afresh, you and me. Get to the point. You and your friends pulled off the impossible. You stormed the heavens, took down the untouchables, and yet, here we are. Status quo. It just goes to show, you can't fight power, Miss Burnwood. Power never dies, it only changes hands. The best you can do is claim it. I never cared about power. Power is a tool, Miss Burnwood. It's the thing that gets you to the thing. As the next constant, you can be the agent of change. Transform the system from the inside, or be transformed by it. No risk, no reward. I'll need to think about it. No, you won't. The real question is, what will you bring to the table?